liebe Hauptsport-TV-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Ausgabe des Flashback-Magazins. Mein Name ist Franzi und ich habe die Ehre, dich heute mitzunehmen durch all die sportlichen Veranstaltungen, bei denen Hauptsport-TV nicht fehlen durfte. Diese Sendung wird besonders sportlich, denn ich habe für euch meine drei Top-Übungen für zu Hause, die ihr ganz einfach nachmachen könnt, um für diesen Sommer so richtig in Form zu kommen. Falls es doch mal regnen sollte und ihr Bock habt auf Kino, auch kein Problem, denn wir verlosen zwei Kinogutscheine für euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis zum Ende der Sendung dran zu bleiben und eine kleine Quizfrage zu beantworten. Aber das schafft ihr, bin ich mir sicher. Los ging's für uns beim Handball, zweite Bundesliga der Damen. Die Spreefüchse aus Berlin traten gegen die HSG Freiburg an. 28:18, der Sieg für die Spreefüchse. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass vier Niederlagen hinter den Berlinerinnen liegen. Nach einer kleinen Durchstrecke, die wir hatten die letzten Spiele, konnten wir heute das, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umsetzen. Na, Schluss mit Zugucken, jetzt wird mitgemacht. Squats sind meine erste Übung der Top 3, die ich für dich habe. Einfach tief in die Knie gehen, Po fest anspannen, Beine aktivieren, 10 Wiederholungen, kurze Pause und dann sagst du mir, wie es gelaufen ist. Von der Sporthalle ging es für uns in die Schwimmhalle. Der Berliner Schwimmverband lud Nachwuchstalente ein, sich miteinander zu messen. Mit dabei waren auch EM-Kurzbahnteilnehmer, die noch die Chance haben, bis Mai das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu lösen. Das ist jetzt ein guter Trainingswettkampf für uns, einfach so, um zu überschauen, wie gerade unsere Grundlage ist, wie wir das im Training und dann auch im Wettkampf umsetzen können. Ach, da seid ihr wieder. Gut so, denn so verpasst ihr nicht die nächste Übung. Trizeps-Push-Ups stehen auf dem Plan. Alles für die schönen straffen Arme. Wir kommen hoch, bringen unsere Hände unter unsere Schultern, atmen aus, kommen mit engen Ellbogen tief und drücken uns wieder nach oben. Das Ganze am besten 10-mal. Natürlich nach den Squats. Viel Spaß! Zu guter Letzt durften wir bei den Berliner Meisterschaften im Tischtennis natürlich nicht fehlen. Im Einzel, im Doppel oder auch in gemischten Teams wurden hier die Titel der Berliner Meisterschaft verliehen. Schaut rein! Viel, viel schwieriger geht es eigentlich kaum noch gegen Mannschaftskollegen, der natürlich genau weiß, wie ich spiele und man kennt sich irgendwie ganz gut. Und letztes Spiel war auch nochmal nach 3-0 eigentlich schon unter sicheren Tüchern und jetzt aber am Ende doch noch knapper, als man dann erhofft oder so. 92, 93, 94, kleiner Spaß, so viele waren es nicht. 10 Stück reichen vollkommen aus für die schöne, schlanke Taille. Mach 10 Wiederholungen auf der rechten Seite, 10 auf der linken Seite und du wirst fit für den Sommer 2020. 10 Squats, 10 Push-Ups, 10 Sideplanks, rechts, links, viel Spaß. So, Sportsfreunde, und damit sind wir schon am Ende des heutigen Flashback-Magazins. Ich hoffe, ihr seid ordentlich ins Schwitzen gekommen und habt während der Squats oder Push-Ups ein bisschen darüber nachdenken können, wie sich denn das Team der HSG Freiburg nennt. Schickt die Antwort per Facebook-Nachricht an unsere Seite hauptstadtsport.tv und mit ein bisschen Glück gehören euch bald die zwei Kinogutscheine. Schaltet nächste Woche auch wieder ein zum Flashback-Magazin mit mir, Franzi. Bleibt sportlich. Ciao.